Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breli baut. Wir sind hier, haben in der letzten Folge unseren Rasensprengergarten eröffnet. Und hier wächst und gedeiht es, das glaubt ihr ja kaum. Also richtig krass. Ja, jetzt müssen wir den Harvester hier nur irgendwie noch anschließen. Und der braucht sehr wahrscheinlich, oder nein, tut er, wir haben ja letztes Mal draufgeklickt, er braucht Strom. Das heißt, wir müssen hier mal ein Stromkabel nach unten verlegen. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hier rauskommen, wenn wir hier nach unten gehen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist auch irgendwie doof, dass wir hier rauskommen. Obwohl es geht noch, wir können hier abbiegen. Komm, ich nehme direkt Kabel mit. Was sollen wir denn verlegen? Wir müssen da, wir müssen, wo müssen wir hin? Hey, da, ja, wir nehmen am besten die anderen Conduit der Kabel, die roten. Weil, da müssen wir wahrscheinlich noch welche von bauen. Wie gehen die nochmal? Conduit. Mensch, was ist denn heute los? Die brauchen wir. LED, Glas und Redstone. Ja, ich glaube, wir hatten auch noch ein paar. 8 haben wir noch. So, LED, Glas und Redstone. Ja, Redstone wird auch schon wieder eng. Meine Lieben. So. Komm. So, das reicht erstmal. So und so, ne? Mal gucken, wie viel brauchen wir. Ah, ich denke, das reicht schon, oder? Warten wir mal ab. So. Okay. Dann hat der Harvester, so hat dann Energie. Da müssen wir noch gucken, wie das mit den Items, die er farmt, dann geht. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was einreißen, aber hier ist das kein Problem. Zumindest bis wir da übers Treppenhaus hinaus sind, welches hier ist. So. Die Wand war 2 dick, ne? Das heißt, wir können hier da lang und da runter, dann denke ich. Ach nee, hier ist ja dann. Ist auch scheiße. Dann müssen wir hier noch ein Stück oben bleiben. So sollte es klappen. Hier, das kann wieder zu. Also gleich. Hier müssen wir es mal verlegen. So. Zack. 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 So, jetzt können wir hier eigentlich in Treppenform runter, glaube ich. Bis wir dann mal am Raum sind. Das ist jetzt die Frage, wie tief der ist. Wir müssen auf jeden Fall noch einiges in die Richtung, glaube ich. So, ich grabe jetzt mal gerade hier hin, um zu sehen, wo wir sind. Aha, so schlecht sind wir gar nicht. Sehr schön. So. Okay. Dann noch ein bisschen hier rüber. Mal gucken. Wo binden wir den denn an? Binden wir den hinten rum? Am besten, ne? Das heißt, hier machen wir mal die Abzweigung. Das ist hier Dirt. Himmel, Himmel, Himmel.
So. Da hoch. Okay. So. Die dürften sich ja nicht verbinden. Ach, Jesus Christus. Was ist da los? So, jetzt verbinden sie sich schon mal auf gar keinen Fall. Okay. Oh Gott, ich habe was gehört. Gehen lieber schnell mal gucken, wie da irgendwas aus dem Ruder läuft. Das Ding hat auf jeden Fall Energie. Was hat es getan? Wo sind die Items? Man weiß es nicht. Hat es überhaupt irgendwas getan? Ich muss mich gleich mal mit dem Interface beschäftigen. Jetzt will ich gerade erstmal eine Chest holen. War das jetzt hier richtig? Nee, ist ja falsch. Ist alles falsch. Was ist denn hier? Ach so, hier ist ja gerade. Egal. So, eine Chest. Nehmen wir erstmal eine. Ich weiß halt nicht, wie schnell die dann voll wird. Und dann gucken wir mal, gibt es irgendwelche. Ja, gibt es Item-Rohre, die jetzt nicht mit irgendeinem. Ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder Engines zu bauen. Item-Rohr. Gibt es Item-Conduits? Haben wir hier? Es gibt doch irgendwelche Item-Rohre, oder? Nicht sicher. Transfer Node. Item Unloader. Hier, was ist denn das? Golden Transport Pipe. Ja, das sind die normalen. Item Duct. Installer Servoto Upgrade. Naja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir gucken mal, ob es so in die Chest fließt. Und dann gucken wir, wie schnell die voll ist. Sonst upgraden wir die Chest einfach ein bisschen. Und müssen halt immer wieder mal gucken, was es denn da zu holen gibt. So, kann ich die hier einfach dran klatschen? Da ist was. Da ist was drin. So, jetzt mal hier gucken. Was heißt denn das hier? Chili, Small Shrooms, Sludge. Der scheint aber nur hier vorne zu schneiden, nicht da hinten. Ist die Frage, warum? Und was ist Sludge? Also Energie hat er. Sludge. Also der hat jetzt hier schon ein paar Seeds. Klar, die sind alles so Deppen-Seeds, aber. So funktioniert es zumindest schon mal. Warum nur hier vorne, lieber Freund? Und was ist Sludge? 230 von 4000 Millibuckets. Das muss ich mir mal übersetzen. Was heißt denn Sludge? Kann ich gerade mal in meinem Handy gucken oder was? Wo guckt man das nach? Bei Leo, ne? Leo. Leo, englisches Wörterbuch. Sludge. So, da gucken wir direkt mal nach hier. Munch. Matsch. Schlamm. Schlick. Klärschlamm. Verschlammung. Ah ja. Geht der dann nicht mehr, wenn er hier verslatscht ist oder was? Ja, wie kriegt das denn Leute? Was ist das? Gibt es da Upgrades für oder was ist denn das?
Wo kann ich denn danach suchen? Harvester Upgrade oder was? Nee. Upgrade. Doch, hier unten. Was ist das? Aha. Das ist doch das, was da rein muss, ne? Das sieht doch so aus. Und das increase den Radius. Da muss man den doch eigentlich in die Mitte stellen, das Ding. Platinum, Diamond, Quartz, Gold, Silber, Bronze, Copper, Lapis, Iron. Wie baue ich das? Raw Plastic. Das könnten wir uns aber bauen. Hier den Zehner. Komm. Wenn wir sonst nichts Besseres zu tun mit dem ganzen guten Platinum. Oh Gott. Wahrscheinlich ist das jetzt sowas von Waste. So mega Waste. Raw Plastic. Haben wir davon noch was? Ja, genau vier. Wie viel brauchten wir? Drei, ne? Drei davon, drei davon. Oh, es geht noch sogar besser mit Emerald. Aber wir haben keine Emeralds. Leider haben wir keine Emeralds. Redstone, Gold Nugget. Gold. Aubery. Müssen wir uns Nuggets machen. Und Redstone. Haben wir auch noch hier. Brauche ich gar nicht requesten. So, einmal ein Gold Nugget. Der kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin und wo ist das Raw Plastic? Da. Da, okay, dann haben wir das. Mal gucken. Eigentlich müsste er dann wahrscheinlich auch nicht das 17x17 Feld. Verstehe halt nicht, warum man da dahin gesetzt hat. Der kann doch gar nicht alles dann farmen, oder? Das funktioniert ja auch wieder gut. Was macht der denn? Der hat doch Energie. Ich verstehe das nicht. Das normale Seeds hat er schon mal. Die hier, weiß ich nicht. Die Pflanzen kann man ja mal behalten, aber hier die ganzen schmeiße ich, werde ich wegschmeißen. Aber warum geht es nicht? Was tut es? Das ist die Frage. Jetzt ist er auch nicht mehr da vorne am Eiern. Er macht gar nichts mehr jetzt gerade. Da, ich habe was gehört, aber was war das? Da! Er ist bis da hinten. Ha! Der macht Reihe um Reihe. Okay. Fängt er dann wieder hinten an? Hier muss mal was Neues wachsen. Ah, da ist schon wieder was gewachsen. Das ist doch cool, oder? Ich weiß jetzt nur nicht, wie viel Energie das so verbraucht. Fängt jetzt wieder hinten an. Blümchen! Keine Ahnung. Jetzt ist er aber ganz schön verschlatscht hier. Was passiert, wenn er voll ist? Ist die Frage. Kann ich das mit dem Eimer abschöpfen? Nö. Doch. Habe ich jetzt Sludge oder was? Ja. Sludge Bucket. Kann ich damit irgendwas Sludge-mäßiges anfangen? Läuft das? Ja. Boah. Das macht mir Damage, das Zeug. Gott. Was kann ich damit denn anfangen? Das muss man ja immer entleeren hier. Okay. Kann ich das verbrennen, irgendwo für benutzen? Das wäre ja doof. Hat er schon irgendwelche? Hier dann noch normale. Cucumber hat noch keine Dings-Seeds. Normale nehmen wir mal raus. Der Timer schon wieder abgelaufen.
Ja, ist gut. Ja, wir werden die Chest hier auf jeden Fall mal upgraden. Ach, die kann man doch. Warum stackt er die nicht? Falls wir mal irgendwie unten sind und nicht gerade immer gucken können. So. Da! Essence Seed. Er hat einen. Ha! Es klappt. Und was mich noch nervt, ist der Sludge. Der Matsch. Ich lasse ihn jetzt mal volllaufen und dann gucke ich mal, was passiert. Explodiert er dann? Oh, hier können wir ernten. Zack, zack, zack. Kylo. So. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Dann gehen wir mal ganz schnell runter. Brauchen wir unbedingt ein Rohr. Wir müssen irgendwann mal ein Rohr hochlegen zum Garten. Wo wir alles ins Lager schmeißen können. So, das kann alles erstmal weg. Das, das, das. Die sieht's nicht. Das kann weg. Das kann weg, 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 das. Wir haben vier Dinger, ja, die Dinger da haben wir gekriegt. Ja. Einen hat er. Einen hat er. So, ist hier irgendwas runtergefallen? Jawohl. So. Haben wir die Ho? Ja. So, machen wir hier mal. Der Weed ist ja momentan relativ wichtig, weil wir momentan Essensprobleme haben. Dann mache ich hier mal gerade Weed hin. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben unsere 8. Wieso sind es eigentlich nur noch 8? Ach, hier ist noch eine. Coal. Air. Water. Earth. Dreimal das. Die. Essence. Fire. Obsidian. Bin immer noch gespannt, was dann später rauskommt. So. So. Mal gucken, was er macht. Er ist jetzt voll geslutscht. Doch, 3 Stück. 3 Essence Seeds. Seht ihr? Wunderbar. Wunderbar. Wo ist meine Ho? So. Zack, 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 zack. Dann pflanzen wir die auch direkt. Okay. Ich weiß halt nicht, wie viele wir brauchen. Also, wir werden das jetzt nicht so ellenlange hier laufen lassen, denke ich. Deswegen brauchen wir jetzt da nicht noch irgendwie großartig was zuzubauen, denke ich. Also die Blumen werden wir behalten, aber die komischen Seeds hier, wie gesagt, die brauchen wir nicht. Canola, Blackberry, Barley, Sweet Corn, Strawberry, Cotton, Blume. Kann alles weg. Aber er scheint ja noch weiter zu arbeiten, obwohl er hier geslutscht ist wie sonst was. Er produziert da, vielleicht braucht man einen Sludge sogar. Er produziert jetzt keinen Sludge, aber okay. Kann ich mit leben. Da ich nicht weiß, wofür ich den momentan brauche. Sauber. Sauber, Leute. Und Seeds gibt uns auch. So. Weg mal hier. Wir pflanzen. Ja, und dann können wir gucken, dass wir das automatisieren hier.
den ganzen Schmuh. Ist halt nur die Frage, wie. So, er schnoddert sich natürlich hier einen ab. Den ganzen anderen Seeds. Ist das? Achso, Carola. So. Ja, machen wir noch hier. Paprude. Wo ist es? Zack. Ein bisschen was zu essen. Ja, dann kann man echt mal. Hier, warte mal. Cool. Nee, was ist denn das jetzt gewesen? Obsidian. Sehr schön. Haben wir bald schon wieder 8. So. Ja, und dann haben wir jetzt unsere Essens. Essens sind ja jetzt auch schon einige davon. Das ist doch super. Müssen wir das nur automatisieren, dass ich da wirklich nur drauf drücken muss. Ich glaube, dafür müssen wir den Zaun wegmachen und den Flusslauf hier wegmachen. Glaube ich. Weil sonst das Wasser immer hier reinfließen will. So hatte, glaube ich, Heidi das gesagt. Ja, ansonsten läuft das doch hier. Das läuft doch hier. Sag mal, habe ich den Timer wieder nicht angemacht? Das kommt mir gerade so vor. Ja, es ist so. Ich würde sagen, wir haben schon Viertelstunde, oder? Bin mir nicht sicher, wann wir angefangen haben heute. Aber ich glaube schon. Deswegen sage ich mal bis morgen, liebe Leute. Und dann geht's weiter. Dann machen wir hier mal die automatische Farm. Und gucken mal, wie wir dann weiterkommen mit unserem ganzen Gelöt. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.